bin die Claudia und ich studiere im 6. Semester Bewegung und Ernährung hier an der PH in Weingarten. Der Studiengang kombiniert die Sportwissenschaften und die Ernährungswissenschaften. In Sportwissenschaften hat man vor allem Praxiskurse, die im 5. und 6. Semester auch vertieft werden. In der Ernährungswissenschaft bearbeitet man Fallstudien, kocht, hat Einkaufstraining und behandelt spezielle Ernährungsformen. Und dann kommen natürlich auch so Sachen wie BWL, Medizin vor allem und auch Pädagogik und Psychologie dazu. Man braucht Spaß am Sport, sonst nicht viel, Eingangsprüfung gibt es nicht und Interesse in vielen Bereichen. Kann man später in Reha-Einrichtungen, Gesundheitszentren, auf Gesundheitsämtern, in Krankenversicherungen arbeiten, aber auch als BGM-Beauftragte in Unternehmen oder im Fitnessbereich. Also was mir recht gut gefällt, ist, dass es ein sehr kleiner Studiengang ist, man einen persönlichen Kontakt zu den Kommilitonen und auch Dozenten hat, dass man zusätzlich auch intern Trainerscheine und Lizenzen erwerben kann, beispielsweise für Aerobic, die Trainer B-Lizenz oder Toning und auch eben die viele Praxis. Man hat zwei Pflichtpraktika von 300 und 350 Stunden, die einem guten Praxiseinblick geben.